Und da wären wir wieder mal auf dem Hauptmenü. Ihr könnt es erahnen, es wurde gerade wieder gepatcht, beziehungsweise es wurde vor 3 Tagen gepatcht. Mal gucken, was jetzt so Neues zugekommen ist. Na, Spinni? Also hier auf dem Menü anscheinend schon mal nichts. Unsere Welt ist immer noch da, sehr gut. Weiter. Und dann gucken wir, was sich hier getan hat. Wobei wir dafür erstmal eine Forschungsmaschine bräuchten. Jo, starten. So, wir haben es immer noch mitten in der Nacht. Ist hier was dazugekommen? Was zur Hölle ist das? Stimmt keine gute Idee, darauf zu treten, ne? Ah, und weg ist es. Achso, geistige Gesundheit sind wir bei 95? Hä? War nicht vorher 100 das Maximum? Okay. Wir müssen irgendwas tun, um unsere geistige Gesundheit ein wenig zu stärken. Was sagt die... Ich wollte nicht reden. Was sagt die Karte? Die Karte sagt... Hier unten waren irgendwo die Yaks. Wir wollten noch am Wasser langlaufen, alles abdecken. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier ein wenig Blümchen pflücken. Und die Straßen sind recht komisch eingezeichnet. War das vorher auch so? Zieht ja lustige Grimassen, das Mädel. Ja, definitiv geistige Gesundheit aufbauen. So, Kleinigkeit essen. Sonst können wir nicht wirklich viel machen. Doch, wir können schon mal eine Axt basteln. Genau, denn wir brauchen jede Menge Holz. Wir brauchen jede Menge alles. So, da sehen wir schon das erste komische Krabbeltier. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen Blümchen. Wir brauchen ganz viele Blümchen. Wenn wir unterwegs irgendeinen großen Baum sehen, so wie den hier, nehmen wir den auch noch mit. Oh. Das ist keine richtige Straße mehr. Sieht ja auch komisch aus. Das sieht eher wie ein Trampelpfad aus. Aber man ist immer noch schnell. Okay. Ja, macht auch ein bisschen mehr Sinn. Weil so richtig gepflasterte Straßen in einem Gebiet, das menschenleer ist, ist ein bisschen komisch. Okay, ist ein Trampelpfad auch, aber der könnte theoretisch ja von irgendwelchen Schattenkreaturen kommen. So, hier oben ist eine Halbinsel. Können wir erstmal ignorieren und wir sollten echt auf der Straße bleiben. Wir müssen heute möglichst weit kommen, ne? Also streckentechnisch, um möglichst viele Blümchen zu finden. Genau. 98. Ah, 5 Punkte pro Blume, das ist doch vollkommen okay. Dann sammeln wir erstmal 12 Stück. Gucken, wie unsere geistige Gesundheit dann ist und eventuell... Ach, hier ist das grüne schon wieder zu Ende. Und eventuell benutzen wir die Blumen, um gleich eine Girlande zu basteln, dachte ich mir. Aber ich denke mal, wenn wir 12 Stück haben, sind wir eh auf Maximum, ne? Oh, wir sind mal wieder voll. Wir hätten gerne einen Rucksack. Wir hätten gerne den da. So. Dann müssen wir das nicht alles sofort essen und können es erstmal verkochen. Was ja doch ein wenig praktisch ist. So, Stickies dürften wir langsam genug haben. Gras, nee, geht so. So. Mehr Blümchen. Und mehr Karotten. Oh, ist ja eine richtig schöne Ecke hier. Schade, dass die nicht respawnen. So, oh, noch ein Blümchen. Wir sind bei 6 Stück. 123. Ja, hier lässt sich's leben. Müssen wir echt gucken, wie wir das mit dem Hauptlager machen. Wobei, auf unserer anderen Seite da haben wir ganz viele Kaninchen. Was ja auch schon mal sehr schick ist. Und die Yaks. Auch wenn ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr wirklich weiß, wo die Yaks waren. Aber die finden wir schon wieder. Ich glaube, das war hier unten irgendwo. Oder waren die nicht nachträglich gespawnt? Also plötzlich aufgetaucht? Ja, kann ich mir so sicher. Müssen wir nachher mal gucken. So, Beeren. Noch mehr Blümchen. 133. Sehr schön.
Doofes Vogelfieh. Aber ich sehe immer noch diese komischen Schattenkreaturen am Rand. Also ich denke mal, solange das Gehirn noch so ein bisschen verschrumpelt ist, hat man noch diese Vision. Und erst wenn das wieder vollständig geformt ist, ist alles in Ordnung. So, laufen wir der Vollständigkeitshalber hier einmal am Rand lang. Um das ganze Wasser aufzudecken. Oh, Karotten. Aber ich glaube, ich versuche mal das eine Karnickel da zu erwischen. Welches gehört jetzt in das Loch? Probieren wir mal das da. Oh, das war gut. So, hier ist praktischerweise auch gleich eine Straße und überall Bärensträucher. Sehr schön. Also erstens müssen wir uns so schnell nicht Gedanken machen. Ich denke mal für 2-3 Tage sind wir jetzt sicher. Oh, Truthahn. Ab ins Meer mit dir. Genau, du mich auch, du doofes Vieh. Hat aber dazu gelernt. Na gut, dann hau halt ab. Flint, kommt mal mit. Und unser Gehirn ist wieder in Ordnung. Sehr schön. Jedenfalls vorläufig. Es wird ja gleich wieder dunkel und so. Was nicht so gut ist, denn wir sind ganz schön weit weg von unserem eigentlichen Gebiet. Vor allem könnten wir jetzt auch ein festes Lagerfeuer bauen. Oh, hier sind aber ganz schön viele Straßen. Also Trampelpfade, wie auch immer. Oh, ein Wurmloch. Sehr schön. Wenn jetzt hier noch plötzlich irgendwo Yaks auftauchen, dann wäre ich glatt versucht, das hier alles zu machen. Also ein Wurmloch ist schon echt praktisch. Oh, ganz viele Blumen. Dann machen wir uns nochmal ganz kurz voll. Was nehmen wir auch noch mit? Ja, die Dunkelheit wird kommen. Also machen wir auf jeden Fall schon mal ein permanentes Lagerfeuer direkt in dem Wurmloch. Das wird dann bestimmt nicht unsere Basis werden, weil nicht alle Ressourcen da sind, die wir gerne hätten. Aber neben Wurmlöchern allgemein sollten wir immer so eine kleine Basisstation haben. So. Ich hoffe mal nicht, dass die bloße Gegenwart von dem Wurmloch schon degradierend auf uns wirkt. Aber ich denke mir nicht, nur das Benutzen dürfte eigentlich was abziehen. Weil das ja auch recht eine kuriose Erfahrung sein muss, da reinzuspringen und irgendwo ganz anders wieder rauszukommen. So, wir haben ganz viel zu verkochen. Und es ist schade, dass ich kein Gold dabei habe. Obwohl, ich könnte ganz kurz nach da oben laufen. Nicht da rein. Ganz kurz nach da oben laufen, auch wenn das geistige Gesundheit gerade klaut. Und hey, wo ich mir die Uhr gerade mal so angucke, kann es sein, dass die ganz dunkle Nachtphase weniger geworden ist? Also ich hätte schwören können, das war vorher so Hälfte-Hälfte gewesen. Hälfte, es wird dunkel, Hälfte, es ist richtig dunkel. Jetzt scheint das weniger zu sein. Okay. Forschungsmaschine. Kommt einfach mal dahin. Jetzt gucken wir mal. Also ist kein neues Symbol dazugekommen. Yeah, Hammer. Werkzeuge nix. Campfire. Meiner hat nix. Zelt, Käfernetz. Wir waren immer noch nicht angeln, fällt mir gerade mal so auf. Hatte ich irgendwo vor 30, 40 Folgen mal erwähnt, dass ich das mal machen wollte. Speedy Farm, Icebox, nö. Windthermometer. Oh. Es kann jetzt zu kalt werden. Okay. Oh, oh, wir sollten, so. Licht haben. Aber ja, Windthermometer oder Thermometer. Wir haben aber keine neue Anzeige bekommen. Na gut. Gucken wir mal. Mal einen kleinen Happen essen und danach schauen wir weiter bei den Forschungssachen. So, Bienenmine, Sleep Dart, Fire Dart, Blow Dart, Footballhelm, Bumerang, Speer. Wo wir gerade dabei sind, könnten wir mal ganz kurz ein wenig uns ausrüsten.
Einmal den Speer, bitte. Dankeschön. Und dafür fehlt uns noch was. Okay. Ganz kurz noch gucken, was Neues dazugekommen ist. Hier nicht. Kiste, Bean-Dingens, Pickcase. Hier nicht. Hier auch nicht. Die ganzen... Oh, Eisstab. Friert Gegner in ihren Bewegungen ein. Und ein blauer Edelstein ist auch neu. Panflöte kennen wir schon. Braucht jetzt allerdings auch noch eine Alraune. Und Girlande. Ein Buschhut. Gut zum Verstecken. Den gab es, glaube ich, aber auch schon vorher. Warm genug für Winterstürme. Winterstürme? Okay, also es ist definitiv irgendwas mit Kälte in diesem Update. Und sonst sehe ich nichts. Ne, gut. Dann sammeln wir das Zeug hier mal ein. Und erforschen weiter diese Halbinsel. Wobei wir darauf achten sollten, ein wenig mehr Holz zu hacken. Einmal fürs Lagerfeuer und einmal, dass wir die Rüstung bauen können. Denn bald werden die Wölfe kommen. Höchstwahrscheinlich nur ein, zwei Stück am Anfang. Das heißt, wir würden es eigentlich auch ohne Rüstung schaffen. Aber muss ja nichts riskieren. Denn mir ist eingefallen, wir können trotzdem Fleischstatuen bauen in diesem Spiel. Also in diesem Leben. Wir können ja immer zwischen den Charakteren hin und her springen. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, wir sollten demnächst auch mal ein Zelt bauen. Auf Wilson wechseln. Ihn dann lang genug spielen, bis er seinen Bart lang genug hat. Dann eine Fleischstatue bauen und danach können wir immer noch zurückwechseln. So, du stirbst jetzt mal. Ich hätte gerne deine Flügel. Aber letztes Mal... Mist. Letztes Mal hatte ich aus Versehen den lebendigen Schmetterling gegessen. Und dann ist es, glaube ich, auch verständlich, dass... ...dass das geistige Gesundheit verbraucht hat. Was ja doch schon ganz schön komisch und makaber ist. Erinnert so ein bisschen an die kleinen Küken aus Fable, wenn man die gegessen hat. Das war ja auch eine ganz böse Tat. So, also. Die probieren wir mal aus, wenn wir Schaden genommen haben. So, Blümchen sind voll. Nicht weiter damit ablenken lassen. Nahrung sammeln schadet nie. Auch wenn unser Rucksack inzwischen ganz schön voll ist. Und ich auch daran denken sollte, dass das Zeug mit der Zeit auch schlecht wird. Also sollte ich vielleicht nicht so viel auf einmal abbauen. Ja, die lassen wir erstmal da, wo sie sind. Also, Holz. Die zwei, drei Bäume hier nehmen wir mit. Dann gucken wir weiter. Winterstürme. Also ist das jetzt wirklich etwas, was auf jedem Feld passieren kann? Also auch hier im grünen Bereich und in der Wüste und so weiter? Oder gibt es extra jetzt einen neuen Boden? Also so eine Art Schneebiom. Wenn man mal in Minecraft-Sprache reden will. Und ja, ich weiß, Biom gab es doch schon vorher, aber daher kennen die meisten den Begriff. So, mit. Aber das wäre an sich ja auch ganz schick, so eine Art Jahreszeitenwechsel. Wobei, das müsste ein wenig beschleunigt sein, weil nach 4 Tagen kann man noch nicht wirklich vom Jahreszeitenwechsel sprechen. Und wirklich über Monate spielen hatten wir ja nur geschafft wegen unserem alten Speicherstand. Und hier sind extrem viele Bienen. Und noch ein Wurmloch. Ha. Okay, also merken, hier ist Bienenbereich. Ich springe in das Wurmloch rein, um zu gucken, ob das zu dem anderen führt. Geistige Gesundheit können wir uns momentan ja leisten. Das ist ja auf Maximum gewesen. Nö, führt woanders hin. Und hier ist auch eine richtige Straße. Was hat denn jetzt das damit auf sich? Warum wird da unterschieden zwischen den beiden Straßentypen? Ha. Vielleicht will das Spiel uns dadurch leiten. Vielleicht fangen wir ja in dieser neuen Welt irgendwo am Rande der Zivilisation an und können langsam dann die wichtigeren Gebiete entdecken. Also erst haben wir so kleine Nebenstraßen, dann haben wir richtige Hauptstraßen und irgendwann werden wir dadurch dann... Oh.
das Ding kennen wir doch.